Soravia, ProReal, One Group, eine der größten Immobilien-Geldvernichtungsfälle in Deutschland derzeit. Eine 500 Millionen Anlegergelder sind im Feuer. Über 11.000, 12.000 deutsche Anleger betroffen. Und wir sind seit einem Dreivierteljahr in dem Fall dran. Und jetzt mit einem ausführlichen Deep Dive-Video zur aktuellen Situation und was Anleger machen können. Hier der Link dazu zusammen mit Stefan Leupfinger von InvestmentCheck. Schaut rein, denn das ist wirklich eine Sache, die es in sich hat. Die Anleger dachten, sie hätten ein sicheres Immobilieninvestment, was einfach überhaupt nicht der Fall ist. Dann stehst du erstmal da und kriegst dein Geld nicht. Und wenn ich dann aber das Geld schon kalkuliert habe als Einnahme oder als Rückfluss, den ich dann ja wieder verpflichtend an jemand anderen weiter, das ist alles Harakiri. Und jetzt habe ich ein bisschen ausgeführt. Die Anleger sind über den Tisch gezogen worden und das kann man nicht stehen lassen. Die Herrschaften gehören verklagt auf Schadensersatz. Bumm. Ja, die haben sich die Taschen voll gemacht und nach unserer Überzeugung kann man das nicht stehen lassen. Die Kröten sind in deren Taschen gewandert, die müssen zurückwandern. Man darf sich nicht einfach wie ein Hühnchen ausnehmen lassen. Genau. Ja, das ist, wir sind ja keine Weihnachtsgänse, wir Privatanleger. Das nur als kleiner Teaser zur rückstandslosen Geldvernichtung. Wenn ihr mehr wissen wollt und ihr müsst mehr wissen, schaut hier rein, Deep Dive zusammen mit Stefan Leupfinger.